Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich freue mich sehr, hier zu sein und die Serie abschließen, die Predigtserie, in der wir gerade drin sind. Was bringt die Zukunft? Und letzten Sonntag haben wir gehört vom Paddy Nosser, wie der Himmel kann sein kann und was für eine Vorfreude, dass wir haben auf diesen Ort. Und der Paddy war sicher der Richtige, um diese Freude so überzubringen und zu vermitteln. Und jetzt, wo wir so ein bisschen vorgeschaut haben und gesehen haben, was alles kommt in der Zukunft, wenn wir darüber reden, ja, wann passiert das? Über die Wiederkunft Jesus reden und sagen, hey, wann ist das und warum muss Jesus wiederkommen auf die Erde? Wir haben letzte Woche ein bisschen Sonnenschein gehabt, Donnerstag, Freitag. Ich weiß nicht, wer ein bisschen von dem Sonnenschein hat können geniessen von aussen. Wer freut sich auf den Sommer von euch? Ja, oh, sind die Wolken noch ein bisschen über unserem Leben rein. Hey, aber der Sommer kommt, ich kann es euch sagen, die Wärme und können geniessen. Ich gehe an den Zürichsee, ich weiß nicht, wo du hingehst, zum Chillen, zum Sonne geniessen, das Wetter geniessen. Und du siehst, manchmal, wenn so ein schönes Wetter kommt, das verändert alles. Die Atmosphäre ist chillig, die Leute sind entspannt, jeder geniesst es. Man sieht so Pärchen mit den Kinderwagen am See entlang laufen, junge Leute, die gehen baden, dort, wo man reingumpen oder auch nicht reingumpen. Und alles ist entspannt und man kauft sich ein Glas und man geniesst den Sonntagnachmittag. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es heute noch so wird sein, Nachmittag, aber sicher im Sommer. Und manchmal hast du so Moment, gerade so an denen, eben wenn der Sommer dann kommt und so, wo du sagst, hey, das Leben stimmt, das Leben ist gut. Und was krass ist, ist, dass du nur einmal musst, also an einem schönen Tag, dein Handy anschauen und News sehen und es kann dich wieder in eine völlig andere Welt hineinnehmen. Vor 2-3 Wochen war in den News, dass in Deutschland ein 10-jähriges Mädchen umgebracht worden ist. Und es passt nachher überhaupt nicht zu dem, was du sagst, hey, das ist meine Welt, chillig, ich geniesse es. Und dann so News. Oder du siehst so ein Bild, eines von diesen Bildern, wo mir so vertraut sind, wo Flüchtlinge übers Mittelmeer reinkommen und irgendwo das gute Leben finden und teilweise schaffen sie es nicht, übers Meer zu kommen, vertrinken, Schlepper ihnen irgendwo falsche Hoffnungen gemacht haben und sie schaffen es nicht. Und wir hören das und wir sehen die Bilder und wir wissen, wie es uns geht, oder? Wir stumpfen so schnell ab bei diesen Sachen. Aber wir leben in einer Welt, wo so eine verrückte, verstörende Mischung ist zwischen Gut und Böse. Sogar im Alten Testament hat es Menschen gehabt, die gesagt haben, Gott, wie lange wirst du mich noch vergessen in meinem Leid? Psalm 13. Wie lange willst du mich vergessen? Wie lange lässt du es zu, dass Feinde auf meinem Leben rumtrampeln? Menschen, die es böse meinen mit mir. Seit dem Januar, seit der Gebetswoche, die wir haben als Kirche hatten, lese ich immer wieder mal auf Open Doors, wie es den verfolgten Christen geht in anderen Ländern. Und in Iran zum Beispiel sind Menschen nur schon, wenn sie sich zu Jesus bekennen, werden Männer ins Gefängnis geworfen und du weißt nicht, wo sie sind und wie lange dass sie im Gefängnis werden sein. Du weißt nicht einmal, ob sie einen Prozess bekommen. Sie schreiben auf der Homepage, junge Mädchen, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, werden zwangsverheiratet, dass sie ihren Glauben nicht mehr ausüben können. Und wenn wir so eine Serie machen über die Offenbarung, sagen wir, ja, okay, irgendwann kommt Jesus und vorher kommt noch die krasse Trübsalszeit, wo alles schlecht wird auf dieser Erde und das Böse überhand nimmt. Und wir meinen immer, das sei in der Zukunft, weil es uns so gut geht. Aber es gibt so viele Leute auf dieser Erde, die sagen, hey, wir leben mitten in dem innen. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Menschen, die jetzt sagen, im Iran oder in anderen Ländern, die sagen, Gott, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange geht es, bis du kommst und Gerechtigkeit bringst? Und wir stehen in dieser Gefahr, gerade weil es uns so gut geht im Westen, dass wir uns gewöhnen an die Mischung von Gut und Böse auf dieser Erde.
Dass wir sagen, hey, letzte Woche, ich bin in der Ferien gewesen, letzte Woche noch, hey, es ist der Himmel auf Erde gewesen. Ja klar, wir wollen das sagen, weil es etwas Schönes gewesen ist, was wir erlebt haben. Aber wir müssen eigentlich, wenn wir das sagen, Himmel auf Erde, müssen wir alles andere ausblenden, verdrängen, vergessen, was auch noch passiert auf dieser Erde. Und die Gefahr ist, dass wir uns gewöhnen an die Mischung von Gut und Böse und meinen, das ist das Beste, was mit dieser Welt geschehen kann. Vielleicht kann es noch ein bisschen besser werden. Und es ist wie in einem, wenn du in einem Zimmer rein bist und arbeiten tust für mehrere Stunden und du merkst gar nicht, wie die Luft stickig wird. Kennst du das? Du bist am Lernen für Prüfungen oder am Arbeiten im Büro und es wird immer dickere Luft, aber du hast es gar nicht gemerkt. Und nachher kommt jemand rein, macht Türen auf. Bäh, da stinkt es mal, was für Mief, mach mal das Fenster auf. Und du hast es gar nicht gemerkt. Und der Text, den wir heute lesen, aus der Offenbarung 19, das ist so Frischluft für unser Hirn und auch Frischluft für unser Empfinden, wie die Welt eigentlich sollte sein. Sie sollte nicht so sein, wie sie jetzt ist. Sondern Gott schafft eine Welt, wenn er zurückkommt, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, wo voller Gerechtigkeit ist. Und ich habe es euch hier eingezeichnet mit dem Pfeile. Wir schauen, der Text redet von dieser Zeit, wo noch kommt, wo Jesus wird auf die Welt zurückkommen und die Welt, alles Böse auf dieser Welt wird besiegen und es wird eine neue Zeit kommen, wo nur noch Frieden wird sein. Und ich möchte euch den Text lesen, Offenbarung 19, ab Vers 11. Da heißt es: Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht war und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren. Und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der den Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, zurief: Kommt, sammelt euch zum großen Mahl, das Gott vorbereitet hat. Kommt und fresst das Fleisch von Königen, Befehlshabern und starken Kriegern, von Pferden und ihren Reitern und von allen Menschen, ob Freie oder Sklaven, Kleinen oder Großen. Dann sah ich, wie das Tier, das ist ein Bild auf den Antichrist, die Könige der Erde und ihre Heere versammelte, um gegen den Reiter auf dem Pferd und sein Heer zu kämpfen. Und das Tier wurde gefangen und mit ihm der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund dessen kam, der auf dem weißen Pferd saß. Und alle Vögel des Himmels wurden satt von ihrem Fleisch. Jesus wird zurückkommen am Ende der Zeit, wie sie dem Text heißt, und er wird alles Böse vernichten. Jesus ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Wieso sage ich, dass das Jesus ist? Die Namen, wo der Reiter hat, sind alle an einer anderen Stelle im Neuen Testament Jesus zugeordnet. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er ist der mit dem scharfen Schwert. Er ist der Augen hat wie Feuerflammen. Er wird Wort Gottes genannt im Johannes 1,1 und er ist der König von den Königen und der Herr von den Herren. Das ist Jesus, der vom Himmel runterkommt auf die Erde. Und es wird einen Moment geben, du wirst das können auf deiner Uhr, auf deinem Handy, wirst können sagen, das ist das Datum, wo Jesus zurückgekommen ist in unsere Geschichte, in unsere Welt. Jesus kommt und er vernichtet das Böse. Und er hat Augen wie Feuerflammen. Wir haben gehört vom Alex vor 2 Wochen, das, was er richtet, das richtet er gerecht. Das, was er beurteilt und verurteilt, das ist gerecht, weil Jesus alles sieht. Er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht in unsere Herzen, er sieht unsere Motive. Er sieht alles, was im Verborgenen passiert. Und darum wird er gerecht richten. Aber das Krasseste ist, wie schnell das wird sehen. Du siehst nicht einen Kampf von Gut und Böse, wo der Johannes fast ein bisschen Angst hat. Gewinnt echt Jesus, schafft das, gegen all die Dämonen und der Antichrist und all die Heere anzukämpfen. Nein,
Es ist so in einem Moment. Ich weiß nicht, wenn so teilweise in diesen Vorschau von so Exorzistenfilmen, ich weiß nicht, ob du die schauen kannst oder ob das zu brutal ist für dich, da siehst du immer wieder die creepy Monster von hinten kommen und du weißt genau, Menschen haben keine Chance, am Schluss gewinnen die creepy Dämonensachen, oder? Aber da wird es genau umgekehrt sein. Hey, Jesus kommt zurück, back, ein Moment und alles Böse ist vernichtet. Es ist gar keine Frage. Jesus muss nur ein Wort sagen mit seinem Maul. Das ist das Schwert, das ist sein Wort. Und alles Böse ist vernichtet. Es wird keine Diskussion geben. Jesus wird kommen und er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird Frieden schaffen auf Erde. Und das ist eine Message, wo wir können sagen, hey, wow, ich freue mich auf den Moment, wo Jesus kommt. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen können sagen, Jesus, komm bald. Jesus, komm bald. Wir wollen uns nicht gewöhnen an die Mischung von Gut und Böse und das alles ausblenden, was passiert in unserer Welt, sondern Jesus, komm bald. Zerstör du alles Böse in dieser Welt und schaff du Gerechtigkeit. Und doch sagen viele Menschen, ich habe Mühe mit dem Bild von Jesus. Ich habe den lieben Jesus gern, der Menschen heilt und alle gleich behandelt und so. Aber der Jesus da, nein, das ist zu primitiv, das ist zu grausam. Oder andere Leute, die sagen, ja, das ist ja nur ein Märchen, das ist ein Text aus alten Zeiten, du kannst doch nicht deine Hoffnung auf das setzen, du musst selber etwas machen. Aber die Frage bleibt, woher kommt das Böse? Die bleibt. Auch wenn du das alles würdest ablehnen, was da geschrieben steht in der Bibel. Woher kommt das Böse? Und Menschen haben verschiedene Antworten. Gewisse Menschen sagen, hey, das Böse liegt in unseren Gesellschaftsstrukturen. Der Kapitalismus oder die Religionen oder die Unterdrückung von Menschen. Das ist das, was das Böse ist in unserer Welt. Und ich glaube, zum Teil stimmt das auch. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang probieren, aus Ungerechtigkeit rauszukommen. Sie schaffen es nicht, weil die Strukturen so stark sind in unserer Gesellschaft. Aber alle Gesellschaftsstrukturen sind von Menschen aufgerichtet worden und werden von Menschen gestützt. Es sind vielleicht Menschen, die gierig sind. Wir lesen viel von dem heute in unseren Zeitungen. Oder Menschen, die andere beherrschen wollen. Menschen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen. Vielleicht aber auch einfach Menschen, die sagen, hey, so wie es jetzt ist, ist es doch gut für mich. Und ich bin ja nicht jeden Tag in Berührung mit dem Leid und es betrifft mich nicht so sehr. Wieso soll es jetzt nicht einfach so bleiben, wie es ist? Weil es ist bequem für mich oder es ist vielleicht sogar sicher für meine Kinder. Für die nächsten Generationen. Wieso sollten wir etwas ändern? Und wenn man zurückschaut, die Geschichte, und wenn wir Menschen probieren, das Böse irgendwie zu verstehen und verstehen, wie es zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust und viele andere Sachen gekommen sind. Was mir staunen darüber als Mensch ist, dass wir sagen müssen, hey, die Menschen, die das gemacht haben, sind Menschen, die so ähnlich sind wie ich. Hätten können meine Nachbarn sein. Unsere Kinder hätten zusammen in die Schule gehen können, wir wären vielleicht zusammen in der Schule gewesen. Weil wir gar nicht so unterschiedlich sind. Und darum die Frage bleibt, woher kommt das Böse? Es kann nicht sein, dass das Böse nur da ist, weil gewisse Menschen viel Geld haben und andere wenig, weil die Schere so gross ist zwischen Reich und Arm. Das kann nicht die einzige Erklärung sein, dass wir so viel Böses haben. Es kann auch nicht die einzige Erklärung sein, dass es gewisse Menschen gibt, die einfach so einen schlechten Charakter haben. Dass wir seit es uns gibt, immer wieder Bosheit haben, in einem riesigen Maß. Und jemand, der sich die Frage gestellt hat, woher kommt denn das treibende Böse? Ist der amerikanische Dichter Auden. Er hat in den USA gelebt und ist 1939 in Manhattan, dort wo er gewohnt hat, ist er ins Kino gegangen. Und er hat einen Film geschaut, 1939, und das war so ein Nazi-Propaganda-Film. Und im Film ist gezeigt worden, wie Deutschland Polen erobert. Und wo er in dem Kino sitzt, erlebt er, wie neben ihm Leute aufstehen, die auch in Manhattan, auch in seinem Quartier wohnen, aufstehen und sagen, bringt die Polen um, bringt alle um, die verdienen es. Und er merkt, es sind meine Nachbarn. Wir wohnen im gleichen Quartier. Und er hat so einen Schock, dass Leute neben ihm wohnen, die so eine andere Gesinnung haben und so eine Brutalität in ihrem Herz. Und er fragt sich von dem Moment an, von dem Kinoerlebnis, fragt er sich, hey, welche Weltsicht erklärt mir das Böse, das ich da sehe und erlebe?
Wir sagen doch immer, wir sind alles gute Menschen, wir wollen eigentlich nur das Beste. Und er hat gesagt, hey, wo kommt denn das Böse her? Und er macht sich auf die Suche und findet im christlichen Glauben Antworten. Weil die Bibel sagt, weil der christliche Glaube sagt, es gibt etwas Böses, das weit über unserem menschlichen Bösen ist. Die Bibel sagt, es gibt dämonische Kräfte, die die Welt zerstören wollen. Es gibt den Teufel, der alles daran setzt, um das kaputt zu machen, was Gott gut macht. Und er findet in dem eine Antwort, er findet in dem auch Hoffnung, zu sagen, hey, eines Tages kommt Jesus und zerstört all das Böse, wo wir als Menschen nicht zerstören können, wo immer wieder kommt, wo uns immer wieder antreibt. Und darum braucht Offenbarung 19 so drastische Worte. Wir finden die brutal in unserer Zeit, aber es gibt keinen anderen Weg, um mit der tiefen Bosheit von unserer Welt umzugehen, als dass Jesus kommt und das Böse zerstört. Von der Wurzel her ausreißt. Und das lesen wir im Kapitel 19, Jesus zerstört das Tier, ob jetzt das ein Mensch ist, der Antichrist, oder ob das ein System ist, wo Menschen aufwiegeln gegen Gott. Ich kann das nicht genau sagen, aber Jesus wird die Kräfte zerstören. Und ein Kapitel weiter lesen wir nachher, er wird auch Satan zerstören, er wird ihn in den Fürsee werfen und dann wird es kein Böses mehr geben auf dieser Welt. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Wie das ist. Das ist für uns nur ein Märchen oder so fremd. Aber das wird der Zustand sein von dieser Welt, wenn Jesus kommt und das Böse zerstört. Und die Frage ist in dem Text, auf welcher Seite werden wir stehen, wenn Jesus wiederkommt? Weil es heisst im Text, dass die mit Jesus kommen, dass die weisse Kleider anhaben. Es zeigt etwas vom Standard von Gott. So sieht meine Welt aus. So wird die Welt aussehen und so musst du sein, um auf meiner Seite stehen. Gott zeigt den Standard von seiner Reinheit und von seiner Heiligkeit. Und auf der anderen Seite lesen wir im Vers 20, dass die dämonische Macht auf der Erde, das, was der Teufel machen will auf der Erde, ist, er verführt Menschen immer wieder zum Bösen. Und Verführung ist das, was du eben nicht merkst. Ich meine, wenn wir würden sagen, ich merke, ich werde verführt, dann wäre es keine Verführung mehr. Wir merken nicht, wie unser Herz zu dem angezogen wird, dass wir anfangen, das Böse zu lieben. Am Anfang ist es, dass wir sagen, ja, Gott, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir tun es uns wegentschuldigen. Und wenn wir das nicht mehr können, sagen wir, hey, aber mein Nachbar oder meine Schulkollegen, die sind viel schlimmer als ich. Und wenn das auch nicht mehr geht, zeigen wir irgendwo ins Ausland oder nehmen irgendwie die News und sagen, hey, es gibt so böse Menschen, Gott, du musst dich doch nicht mit mir beschäftigen. Und es ist eine Art und Weise, wie wir nicht merken, dass das Zimmer, wo wir drin sind, immer stickiger wird. Wir merken nicht, was reine Luft ist. Wir merken nicht, was Gerechtigkeit, was Reinheit wirklich ist. Und darum sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Jesus sagt nicht, aus deinem Herzen kommen die Patzer, aus deinem Herzen kommen Kleinigkeiten. Bring das schon wieder an. Jesus sagt, die Bosheit ist in deinen Gedanken drin. Und wenn du nachher die Freiheit hast, dann lebst du es aus. Wenn niemand anschaut, wenn es kein Gesetz gibt, wo dir es verbietet, wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist, dann machst du das, was du in deinem Herzen trägst. Ehebruch, Mord, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Der Teufel zieht uns in das hinein. Die Frage ist, wenn Jesus wiederkommt, auf welcher Seite stehen wir? Gerade in unserer Zeit, wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, ja, wir können unsere Welt verändern. Wir können Frieden bringen in unsere Welt. Aber wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, den Job übernehmen, den Gott tut. Jemand hat ein Bild gemalt von dem, dass es wie ist, wenn Menschen über den Pazifik hinschwimmen. Stell dir mal vor, du stehst in San Francisco am Steg mit der Badhose und kommst rein und fängst an, überschwimmen. Ohne andere Hilfe. Der Pazifik ist 9000 Kilometer breit. Es spielt keine Rolle, ob du nach 20 Kilometern untergehst oder nach 50 oder ob du sogar 100 schaffst, weil du so gut bist. Jeder verdrinkt. Und es ist das Bild auf das, dass wir uns nicht einbilden müssen, aber der ist doch schlimmer als ich. Wir haben den Standard nicht. Von der Reinheit und Heiligkeit Gottes. Und darum ist der Vers 13 so wichtig in dem Text, wo es heißt, Jesus trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war. Jetzt, es ist schwierig zu sagen, was das bedeutet. Was ist das rote Gewand,
wo Jesus angehabt hat. Gewisse Ausleger sagen, hey, das ist das Blut, wo Jesus vergüßt, wenn er Menschen umbringt, wo Böses da haben. Und sie verweisen auf das Alte Testament, Jesaja 63, wo der Prophet fragt, warum sind deine Gewänder so rot? Und Gott antwortet, in meinem Zorn habe ich sie zertreten, sie in meinem Grimm zerstampft, ihr Blut spritzte an meine Kleider und befleckte mein Gewand. Hey, auch wenn das für uns so grusig tönt, so schlimm tönt, Jesus hat jedes Recht, unser Leben auszulöschen für das Böse, das wir uns im Herzen tragen, weil es nicht kompatibel ist mit der Heiligkeit und der Liebe und der Reinheit und der Güte Gottes. Aber es gibt Ausleger, die sagen, hey, es scheint so, wie wenn Jesus mit dem roten Kleid schon vom Himmel runterkommt. Er trägt das schon, bevor er das Gericht ausübt. Und sie weisen hin auf Offenbarung 1, Vers 5, wo es von Jesus heißt: Lobt sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Es könnte sein, dass das rote Kleid, das Jesus anhat, nicht dies oder mein Blut ist, das Jesus wird vergüssen, weil wir so viel gegen Gott da haben, sondern dass es sein eigenes ist, wo er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und ich kann dir nicht eine Garantie geben, was da in dem Vers 13 genau gemeint ist, wie das rote Kleid zu deuten ist. Aber eins weiß ich ganz sicher, Jesus hat sein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, für unsere Boshaftigkeit, für das, was wir zugelassen haben, für das, was wir aktiv da haben. Er hat sein Leben gelassen. Und Strafe bekommen, damit wir keine Strafe bekommen. Und damit, wenn Jesus zurückkommt auf die Erde, und er wird zurückkommen, und er wird das Böse vernichten, auslöschen, dass er nicht mich muss auslöschen, dass er nicht dich muss auslöschen, sondern dass du Gnade findest, dass wir Leben finden in ihm. Ich möchte das nochmal sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, vor 2000 Jahren, damit, wenn er wiederkommt und das Böse auslöscht, dass er uns nicht muss auslöschen. Das ist seine Liebe, das ist seine Gnade, das ist die Botschaft von der Hoffnung. Die Welt wird weitergehen mit Jesus, aber die Frage ist, nehmen wir das Rettungsangebot an von Jesus? Und verstehst du, wenn wir so gerettet sind, einfach aus Gnade, einfach weil Jesus uns liebt, einfach weil Jesus sein Leben gegeben hat für dich und für mich, dann können wir nicht mehr sagen, ja, ich bin ein bisschen besser als der neben mir. Ich bin Christ, weißt du, mir passiert das nicht. Wie soll ich sagen, das Christentum ist eigentlich das Demokratischste, was es überhaupt gibt. Alle Menschen sind gleich. Wir sind alle gleich schuldig vor Gott. Wir sind entweder bei 20 oder bei 50 oder bei 100 Kilometern, sind wir untergegangen im Pazifik. Und Gott kommt und rettet jeden Einzelnen von uns, nicht wegen dem, was wir da haben, sondern wegen dem, was Jesus da hat. Er ist dein Retter. Und darum können wir uns so freuen auf den Moment, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt uns, wir sollen beten, Jesus, komm bald. Und wir sollen jetzt nicht beten mit Angst oder Unsicherheit, sondern mit Freude. Jesus, wenn du kommst, wird alles gut. Und auch für mich, weil du mir vergeben hast, weil du meine Sünden getragen hast. Das Krasse ist, dass die Bibel sogar sagt, hey, wenn wir vorher würden sterben, wird Gott uns an dem Tag, wo Jesus Christus kommt, er wird uns auferwecken. Das heisst, jeder von uns wird dabei sein, wenn Jesus der ganzen Welt erscheint. Und wenn Jesus Böse zerstört, du kannst dabei sein an dem Tag. Wenn du glaubst, dass Jesus der Retter ist für deine Sünde, der Sohn Gottes, der kommt, um das Böse zu vernichten. Jetzt ist die Frage, ja, wann passiert das? Und ich sage dir jetzt genau, an welchem Datum das wird sein. Nein, das macht nur einen Spass. Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt, Jesus sagt selber, ich weiß nicht, an welchem Tag, dass der Vater gesagt hat, dass ich wiederkomme. Ich weiß es nicht. Und wir haben viele Bibelstelle in der Bibel, wo so sagen, wie zum Beispiel Offenbarung 16, 15, sieh, ich komme wie ein Dieb, sagt Jesus. Es wäre ja cool, wir wüssten, wann der Dieb kommt, dann kannst du das Portemonnaie in Sicherheit bringen oder die Türen abschließen, die heim. Aber du weißt es nicht. Und das Bild ist, wir haben keine Ahnung, wann Jesus kommt. Es gibt Hinweise in der Bibel, wo sagen, dass zuerst gewisse Sachen passieren müssen. Zum Beispiel 2. Thessaloniker 2, Vers 3, wo es heißt, vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zu großen Auflehnungen gegen Gott kommen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was die Auflehnung gegen Gott ist. Gewisse Menschen sagen, das ist schon passiert, wo Jerusalem zerstört worden ist vor 2000 Jahren. Das ist schon lange passiert. Andere sagen, hey, das kommt erst noch. Ich weiß es nicht.
ich vertraue diesen Wort von der Bibel, aber ich kann dir nicht sagen, wann Jesus zurückkommt. Und darum ist es viel, viel wichtiger, anstatt zu sagen, ich weiß genau, wann das ist, oder Jesus kommt sowieso noch nicht. Es muss zuerst vieles andere passieren. Das, was Jesus sagt, ist bis bereit, wenn es heute wäre. Weil du weißt den Tag nicht. Matthäus 24 sagt Jesus selber, macht uns eines klar, ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus angebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein. Ich möchte dich fragen, bist du jetzt parat, wenn Jesus wiederkommt? Weil es könnte sein, dass es jetzt ist. Oder würdest du sagen, hey, wenn Jesus jetzt wiederkommt, Scheibe, ich würde so viel bereuen von dem, was ich noch heute will machen in meinem Leben und nicht gemacht habe. Oder von dem, was ich noch aufräumen müsste oder in Ordnung bringen. Oder wo ich noch Leute möchte, irgendwo von Jesus erzählen oder weiß nicht, was ich. Wenn Jesus, ganz schnell auf die nächste Folie, 4 Fragen, was würdest du tun, wenn Jesus heute Abend wiederkommen würde? Wie würdest du die 6 Stunden noch nutzen? Wenn Jesus in einer Woche würde kommen, wie würdest du die Woche brauchen? Lebst du schon so, dass du könntest sagen, hey, es ist in Ordnung, ich bin parat, ich könnte so weiterleben wie jetzt, weil ich lebe, ich bin parat. Wenn Jesus in 5 Jahren wiederkommen würde, was würdest du noch anfangen? Was würdest du noch aufhören? Was würdest du noch verändern? In deinem Leben und mit deinem Leben. Und ganz ehrlich, weil wir nicht wissen, wann es ist, wenn Jesus erst in 5000 Jahren wiederkommen würde. Wie würdest du leben? Was würde das bedeuten für deine Kinder und Grosskinder, für das, was du in unserer Gesellschaft, in dieser Welt noch möchtest bewegen? Wie würde das deinen Lebensstil ändern? Bist du bereit? Ich weiss, heute oder in 5000 Jahren ist eine ganz andere Geschichte. Wir würden total unterschiedliche Entscheidungen noch treffen. Aber es zeigt uns etwas von dem, hey, lebe ich schon in dem, was Jesus sagt? Bin ich bereit? Und ich möchte zum Schluss so 3 Gedanken mitgeben, wie wir uns parat machen können, bereit sein für den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und das Erste ist, versichere dich, dass Jesus dein Retter ist. Mach ganz sicher, dass Jesus dein Retter ist. Wenn wir über so ein Thema reden, kommt oft dann so Angst auf, es sind alle meine Sünden vergeben, habe ich wirklich alles in Ordnung gebracht mit Jesus? Und darum gibt uns Jesus also ein Symbol wie Taufe oder das Abendmahl. Heute feiern wir das Abendmahl, wo wir uns erinnern daran, hey, Jesus hat für alle meine Sünden gezahlt. Und es ist so real passiert, wenn ich jetzt das Brot esse und den Traubensaft trinke. Es ist nichts Magisches an dem Essen. Aber es erinnert uns daran und es soll uns eine Gewissheit geben, eine Sicherheit geben. Es ist nicht arrogant. Es ist nicht, weil ich etwas gemacht habe oder weil ich besser bin als du, sondern Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Und ich muss das wissen, um relaxed zu sein. Um zu sagen, ich freue mich auf diesen Tag. Maranatha, wie es so schön heisst in der Bibel. Oder? Jesus kommt bald. Jesus ist näher. Jesus ist bald da. Dass wir uns freuen können. Dass wir können sagen, wie wir es gelesen haben, Offenbarung 1, Vers 2, Lob sei ihm. Ich lobe Jesus, der mich liebt und meine Sünden vergeben hat. Weißt du das sicher? Und wenn du es nicht weißt, mach es heute klar. Du kannst nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, kannst du zu der Connect Lounge hinterherkommen und mit jemandem beten und Jesus bitten, dass er dir deine Sünden vergibt, dass er der Retter und der König von deinem Leben wird. Wenn du noch skeptisch bist, du kannst Fragen stellen, du kannst heute die Person, die dich mitgenommen hat oder Leute, die da sind, du kannst sie fragen, ja, was ist mit, ich verstehe das noch nicht mit der Wiederkunft Jesu, aber stell dir Fragen, lass nicht einfach an dir vorbeigehen. Es ist zu wichtig. Das Zweite, was wir machen können, was wir Mühe machen, um parat zu werden für die Wiederkunft von Jesus, ist, prüf deinen Glauben, ob dein Glaube echt ist. Jesus sagt zu der Gemeinde in Offenbarung 3,8, du hast nur wenig Kraft. Und das dunkelt mich manchmal auch, wenn wir so leben hier in der Schweiz. Man merkt fast nichts von den Auswirkungen der Gemeinde. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Das ist das, was Jesus wichtig ist. Nicht wie krass und bekannt das mir werden, sondern habe ich mich zu Jesus gehalten und ist mir sein Wort wichtig gewesen. Und da möchte ich dir 2 Fragen stellen heute. Dass du deinen Glauben kannst prüfen. Gibt es Menschen in deinem nächsten Umfeld,
die bis jetzt noch nicht wissen, dass du Jesus nachfolgst, weil du selber Angst gehabt hast oder dich geschämt hast, zu Jesus zu stehen, weil dir Jesus bis jetzt zu wenig wert war, dass du sagst, ich kann gut, auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn es vielleicht Auswirkungen hat, ich erzähle von Jesus. Dass du kannst sagen, hey, seit ich Jesus kennengelernt habe, probiere ich das und das anders zu machen in meinem Leben. Von dem her, ich mache nicht mehr mit, bin nicht mehr dabei. Es hat sich etwas geändert in meinem Leben. Ist Jesus so viel wert? Wenn du die Bibel liest, gibt es Abschnitte in der Bibel, wo du musst überspringen oder wo du immer anders deutest. Ja, nein, das bedeutet etwas anderes. Das bedeutet nicht das, was da drin steht. Das bedeutet, muss etwas ganz anderes bedeuten. Weil du merkst, du willst zwar Vergebung von deinen Sünden, aber du willst nicht, dass Jesus dein Herr ist. Dass er bestimmen kann, wie dein Leben ist. Und wenn das der Fall ist, dann nutze den Gottesdienst, um dein Leben in Ordnung zu bringen mit Jesus, weil du bist verführt worden. Und du hast es nicht gemerkt. Irgendetwas hat dir eingeflüstert, dass es ein Leben gibt, das besser ist, als wenn Jesus sagt, wie du lebst. Wo dir gesagt hat, dass jemand dich mehr liebt oder dich mehr kann belohnen oder besser durchs Leben durchführen als Jesus selber. Und Jesus ist da und sagt, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben. Jedes einzelne von meinen Geboten ist doch nur gut für dich. Komm zurück, ändere dein Leben. Prüfe, ob dein Glaube echt ist. Und das Letzte, um dich parat zu machen für die Wiederkunft von Jesus, lass Gott deine Wut in Liebe verwandeln. Wir leben in einer Zeit der Wut. Du kannst Diskussionssendungen anschauen in der Schweiz, Arena oder in Deutschland, wie Leute zusammengestaucht werden, einfach für ihre Meinung. Wie Leute behandelt werden, wie auf Social Media Leute fertig gemacht werden. Und es hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir alle irgendwo verzweifelt sind mit der Situation von unserer Welt. Gewisse Leute sagen, hey, der Weltuntergang kommt, weil wir nicht aufs Klima Sorge haben. Und sie sind so verzweifelt, dass wir so wenig können ändern und dass andere Menschen so wenig ändern an ihrem Lebensstil. Sie sind so verzweifelt, dass eine Wut entsteht in ihrem Leben. Andere sagen, hey, die Welt wird untergehen, weil wir unsere christlichen Werte verlieren. Wir machen unsere Gesellschaft kaputt. Und es entsteht eine Verzweiflung und ein Frust. Und es entsteht eine Wut. Andere sagen, hey, wir kriegen so gegeneinander. Wir haben unkontrollierten Zugang zu so viel Macht und Zerstörung. Bomben. Technologien. Und es schafft so ein Klima von der Wut. Und schau mal, wie wir miteinander umgehen. Wie wir miteinander reden. Es ist auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite ist es hoffnungslos. Und Jesus ist so ganz anders angegangen an die Welt. Er hat alles gewusst. Er hat alles gewusst, wie wir reagieren, auf was wir zusteuern. Und er hat gesagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder von eurem Vater im Himmel, denn er lädt die Sonne für böse und gute Aufgaben. Wer sind wir, um mit dem Finger auf andere zu zeigen? Uns als die Guten anstellen. In Kriegskonflikten, in politischen Problemen, vielleicht in Schulsituationen, Ausbildungssituationen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, uns selber gut machen. Wenn Gott, der Vater, seine Sonne scheinen lässt über Bös und Gut und uns Gnade schenkt und Liebe schenkt und Hoffnung gibt, wie kannst du bereit sein für die Wiederkunft von Jesus? Dem, dass du deine Feinde liebst und betest für die, die anderer Meinung sind als du, die dich fertig machen, die dich auslachen, die dir entgegenstehen. Und die Gnade von Gott und die Liebe von Gott weitergibst, dass Menschen Jesus erkennen können. Wir beten in unseren Gottesdiensten, dass wir neue Gemeinden gründen können, dass das Evangelium im Ausland darf sich ausbreiten. Wir beten für Freunde in unserem Leben. Wir beten, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Das sind die Sachen, wo Jesus möchte, dass wir sie dranbleiben. Wir tun am Schluss vom Gottesdienst eine Kollekte sammeln und das Wort tönt nicht. Jeder weiß, was gemeint ist. Niemand muss etwas geben. Du darfst freiwillig.
Aber es ist doch viel mehr als das. Es ist, hey, ich habe eine Leidenschaft, jeden Tag von meinem Leben zu nutzen, bis Jesus wiederkommt, um etwas zu tun, was die Liebe von Gott weitergeht. Und wenn es mein Portemonnaie braucht, dass Menschen von Jesus hören können, dass Menschen verändert werden können, dass wir die Liebe von Gott weitergeben können, ganz praktisch, indem, dass unser Livestream zu Leuten ankommt, dass Menschen unsere Church erleben dürfen, dass Menschen mich als Christ wahrnehmen, was immer das es braucht. Bist du bereit für den Tag, wo Jesus wiederkommt? Im neuesten Jesus-Film, The Chosen, hat es eine kurze Geschichte, wo Jesus am Nikodemus begegnet. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Auf einem Dach in der Nacht. Nikodemus hat sich geschämt, am Tag zu Jesus zu gehen. Und während dem Gespräch merkte Nikodemus, der Mann, mit dem ich rede, ist der Sohn Gottes. Er ist der Mann, wo Gott der Vater ihm das Gericht übergeben hat. Er wird eines Tages die ganze Welt richten und das Böse zerstören. Und wo er das checkt, wenigstens im Film ist es so, geht er auf seine Knie runter und seine Hände zittern. Und er nimmt die Hand von Jesus und er küsst die Hand von Jesus. Und Jesus steht da und ist ganz verdutzt und sagt, was machst du da? Und der Nikodemus zitiert den Psalm 2. Wir haben gelesen in unserem Text, dass Jesus eines Tages mit eisernem Stab wird Völker regieren. Und in dem Psalm heißt es am Schluss, küsst den Sohn, sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren. Der Nikodemus hat gecheckt, es gibt nur eine Hoffnung für mein Leben und es gibt nur eine Hoffnung für die Welt. Dem Sohn Gottes die Ehre geben, seine Vergebung anzunehmen, sich vor ihm zu beugen. Und es ist so schön, zumindest in dem Film, wie Jesus den Vers abschließt, weil der Vers ist da nicht fertig. Es heißt nachher im Psalm 12 am Schluss, aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ich möchte dich fragen, möchtest du Zuflucht finden bei Jesus, wo dein Leben kann verschonen kann, wo wir kommen und das Böse auslöschen in dieser Welt und das Friedensreich wieder aufbauen. Bist du bereit für diesen Tag? Bist du bereit für diesen Tag? Jesus, wir kommen heute zu dir. Und es ist okay, wenn wir nach dieser Predigt immer noch zittern innerlich von dir. Es ist keine einfache Message. Es ist nicht eine Message, wo wir happy clappy rausgehen können und sagen, es ist alles in Ordnung. Unsere Welt ist nicht in Ordnung. Aber gleichzeitig, Jesus, du hast alles da für uns. Und du stehst da und sagst uns, hey, willst du wirklich das rote T-Shirt nehmen, wo du selber an musst stehen für deine Schuld? Oder willst du nicht die Reinheit, das weiße T-Shirt haben? Die reine Weste, weil ich dir deine Sünden vergib. Und ich will verschonen von dem Tag, wo ich zurückkomme, um die Welt zu richten. Danke, dass wir heute das Abendmahl nehmen und dass du uns mit dem Brot und dem Traubensaft zusprichst. Deine Sünden sind vergeben. Glaub an mich. Und ich vergib dir deine Schuld und du wirst ein Kind Gottes. Jesus, wir danken dir für all das, was du da hast. Wir dürfen uns freuen auf deine Wiederkunft. Gleichzeitig, wenn du heute zu uns geredet hast und Sachen da sind, die nicht in Ordnung sind. Und du rüttelst heute an unserem Herzen. Lass uns das nicht wegschieben. Es ist der falsche Moment, um es einzunehmen. Du bist mit so einer Liebe an unserer Herzenstür am Klopfen, dass wir falsche Wege aufgeben und einstehen fürs Gute, für deine Gebote, für deine Liebe, für deinen Namen. Und du hast dafür dein Leben gegeben. Lass das während dem Abendmahl geschehen, dass du unsere Herzen kannst verändern. Dass die Liebe Gottes uns kann erfüllen für die Welt, dass wir nicht Abstand nehmen, sondern hingehen. Und einen Unterschied machen in dieser Welt. Auch wenn es uns einen Ruf kostet. Auch wenn es uns Geld kostet oder Zeit kostet. Unser Image oder unser Ego.
wir unsere Knie beugen, dass wir da sind für andere Menschen. Herr, wir preisen dich, dass du wiederkommst. Ich freue mich auf die Zeit. Ich möchte jetzt die Menschen bitten, die das Abendmahl verteilen, dass sie für kommen, das Brot und den Traubensaft verteilen, dass wir die Momente haben dürfen in der Gegenwart von Jesus. Feier ihn, lob ihn, kehr zu ihm um, lass dich von ihm erneuern in diesem Moment. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.